Hi, hier bei HoTodeTV. Das ist ein neuer Rechtstipp. Heute mal was ganz Witziges. Ihr wisst ja, ein Parkschild sieht immer blau aus, also haue ich auch eine blaue Parkscheibe rein. In dem diesmaligen Fall hat eine Hippie-Dame eine rosa Parkscheibe verwendet und das fand das Ordnungsamt gar nicht witzig und hat der Frau ein Bußgeld gegeben. So eine Parkscheibe, wie ich den Lappen hier habe, die muss immer der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Also, wenn sie richtig aussehen würde. Dazu folgende Sachen. Die muss 150 hoch, 110 breit und die muss blau sein. Und zwar Parkschilder blau, wie das Blau da oben oder das Blau hier. Meine ist jetzt ein bisschen ausgeblichen, aber ich glaube, das Ordnungsamt wird das da noch genehmigen. Warum ist das so? Es ist ganz einfach. Eine Parkscheibe ist, Achtung, jetzt wird es ganz spannend, ein Verkehrsschild. Ganz einfach. Und Verkehrsschilder unterliegen den Regeln der Straßenverkehrsordnung und dort sind auch die Farben ganz klar geregelt. Wenn ihr also ein sogenanntes Verkehrsschild habt, was es eigentlich gar nicht gibt, in dem Fall eine rosa Parkscheibe, dann handelt ihr ordnungswidrig und müsst mit einem Ordnungsgeld rechnen. Der Witz an der Geschichte ist ja, die Dame hat das Ding ja auf einer Webseite gekauft und dort steht auch ganz fett, Achtung, das entspricht nicht der Straßenverkehrsordnung und kann zu einem Bußgeld führen. Da wir in Deutschland sind, müssen wir uns natürlich an die deutschen Verkehrsregeln halten. So wie es bei der rosa Parkscheibe ist, ist es auch bei anderen Sachen. Ein anderer Fall war, jemand hatte aus Italien eine Parkscheibe, die dort völlig legitim ist. Die hat er hier in Deutschland reingepackt in sein Auto, aber die ist wesentlich kleiner, entspricht also nicht den vorgegebenen Abmessungen und der hat ein Bußgeld bekommen. Der sagt, lass mir nicht gefallen, da gehe ich vor Gericht. Gericht sagt, sorry Kollege, das ist die Straßenverkehrsordnung, da ist fest geregelt, wie das Ding auszusehen hat. Das hättest du wissen können, müssen, sollen. Steht im Internet, steht in der Straßenverkehrsordnung. Hast du nicht getan, Bußgeld ist rechtskräftig. Das war's zum neuen Rechtstipp hier bei HoTodeTV. Ich bin der Bernd, bis zum nächsten Mal. Tschüss.